So, wir haben mal kurz Sonne. Dann haben wir mal das Solarpanel einfach aufgestellt und schauen mal, was hier unsere Anzeige sagt. Okay, sagt schon mal 4,8 Volt und über 1 Ampere. 1,1 Ampere. Also das ist schon mal gut. Dann lädt es auch ein Handy. Jawohl. Das Handy ausgeliehen hier von der Tochter. Und wir sehen oben, die Batterie hat eine. Ja, man kann es leider nicht erkennen, oder? Die Batterie hat einen Blitz drin. Also Ladevorgang. Geht schon mal, ne? Weiß ich, ob man es erkennen kann. Nur jetzt hier ein bisschen Sonneneinstrahlung. Und schon geht das los. Man ist natürlich hier auf die direkte Sonneneinstrahlung angewiesen. Wenn man im Notfall Strom haben will, wenn dann auch keine Sonne scheint, empfiehlt sich natürlich eine Powerbank hier dran zu hängen. Und immer wenn die Sonne scheint, das hier liegen zu lassen und die Powerbank zu laden. Und dann hat man natürlich im Notfall, wenn man keinen Strom zur Verfügung hat, jederzeit Strom, um Kleinstgeräte wie Handys, GPS, Taschenlampen, Digicams oder Radios wieder zu laden. Das ist jetzt, sage ich mal, nur so die Just-in-Time-Produktion und Verwendung von Strom. Aber funktioniert gut. Das Handy reagiert darauf. Hier oben, schön, wir haben einen kleinen Blitz in der Batterieanzeige und zeigt uns damit an, dass geladen wird. Ja, XT Power SP13. Dann werden wir noch mehr Versuche damit machen, andere Geräte zu laden. Ja, sobald die Sonne halt weggeht, bricht natürlich die Ampere ein. Ist natürlich den Sommer ein bisschen lausig, ne? Also wenn man es noch besser machen will, Powerbank dazwischen. Jetzt sieht man schön, wie es geladen wird. Ich habe es jetzt ausgeschalten und nur laden lassen. Da sieht man schön hier den Ladefortschritt. Mal das Messgerät zwischendrin rausgenommen, um noch eventuelle leichte Verluste durch das Gerät zu kompensieren. Und jetzt reicht wirklich schon. Tageslicht, leichte Bewölkung. Mit Sonne geht es natürlich wesentlich besser, um hier kostenlos ein Handy zu laden. Ne? Werden wir noch mit weiteren Geräten versuchen. Seid gespannt in unserer kleinen Prepper-Reihe. Gutes Teil hier für ein bisschen Strom produzieren für Kleinstgeräte. Wow, 9 Minuten, 10 Minuten sind vergangen und wir haben jetzt 30% Ladefortschritt. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das heißt, das Teil presst doch tatsächlich 1% Akkukapazität da rein in einer Minute Sonneneinstrahlung. Recht effektiv, dieses kleine Panel. Das heißt, so ein, ich weiß gar nicht, wie stark dieser Akku ist, 4400 mAh oder irgend sowas. Also so in 100 Minuten machst du ein Handy voll. Das ist ganz schön. Gerade eben war es 30, 31. Ja. Also das geht echt vorwärts, wie es gerade so machte. Und wir haben hier gerade, so sieht's aus, ne? Von wegen optimale Sonneneinstrahlung. Also diese neuen mikrokristallinen Solarzellen mit 22% Wirkungsgrad arbeiten echt enorm effektiv. Wenn ich mir vorstelle, da so ein Solarpanel mit 10 von den Dingern, hier auf dem Balkon, an Balkon dranhängen, ans Balkongeländer. Da kannst du wahrscheinlich richtig schwere Powerbanks damit füllen. Und das selbst bei Bewölkung. Ja, die Sonne scheint wieder optimal. Und jetzt haben wir das ganze Handy noch hier hinten drin in der Netztasche verstaut. Und da ja das Kabel direkt da mit drin ist und der Anschluss, kann man das auch zumachen, um es nicht zu verlieren, das Handy. Und jetzt kann man wunderbar
diese kleine Solarpaneele hier auf dem Balkon halt noch da hinschieben, wo die Sonne noch scheint, ne? Wenn man hier noch am Auslüften der Betten ist, ne, kann man sich ja wunderbar noch den entsprechenden Winkel machen, damit es wenig schön im richtigen Winkel hier die Sonne drauf brutzelt. Und der Ladefortschritt ist wirklich enorm, wenn man bedenkt, dass wir hier vielleicht gerade nur so ein Drittel Sonne haben und zwei Drittel ist ständig bewölkt. Ist der Ladefortschritt wirklich enorm. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit, von wo wir angefangen haben, war es bei 20% und sind jetzt schon bei 57%. Also trotz immer wieder Wolken und mehr Wolken wie Sonne. Wirklich enormer Ladefortschritt. Ich denke, wenn man da mal wirklich so einen tollen Sonnentag hat ohne Wolken und du knallst das Ding hier mal eine Stunde irgendwo hin, damit machst du jedes Handy voll. Echt guter Wirkungsgrad.